Hallo, schön, dass du das Video schaust. Wir legen einmal ein neues Projekt an. Das Projekt nennen wir Verfassung. Das kommt von dem Auftraggeber. Und wir stellen das Default-Theme ein. Das ist ein Bootstrap 4 Theme, und hier stellen wir den Output Directory ein nach ein Verzeichnis zurück unter Docs. Somit ist es auf derselben Höhe wie der Source Code. Dann haben wir neu gebildet und schauen uns mal an, was entstanden ist. Also, wir müssen erstmal das Projekt kopieren aus dem Source-Folder vom Flatside-Builder. Das wird alles unter Sources aktuell gespeichert. Und da kopieren wir uns einfach das ganze Verzeichnis raus. Und legen das in unser Projektverzeichnis. Anschließend benennen wir das um in Web. So sind alle meine Projekte ähnlich benannt. So, hier sehen wir die Source-Files für das ganze Projekt. Da sehen wir zum Beispiel die Site-QML. Das ist die Webseitenbeschreibung und die Menüs-QML. Da stehen die Menüs drin. Im Moment nur eins mit einem Eintrag. So, jetzt kopieren wir uns noch die Layouts aus dem Default-Theme. Und fügen die ins Verzeichnis Layouts des Projektes ein. Damit werden quasi das Default-Layout vom Theme wird überschrieben. Und die Include-Dateien, die kopieren wir uns auch aus dem Theme. Somit werden eigentlich keine Layouts mehr vom Theme benutzt. Die können wir dann jetzt alle überschreiben. So, jetzt laden wir uns noch Bootstrap, die neueste Version. Bootstrap 5 laden wir uns runter. Dann nehmen wir die kompilierte Version. Und entpacken das auch in das Projektverzeichnis. Ich habe hier leider jetzt das nicht ganz auf dem Bildschirm angezeigt, weil ich nur einen Teil des Bildschirms render oder aufzeichne. Aber ihr könnt euch vorstellen, was da im Hintergrund passiert ist, wenn ihr gleich die Files seht, oder beziehungsweise das Verzeichnis des Bootstrap 513-Verzeichnis. Aus dem Verzeichnis brauchen wir eigentlich nur das Unterverzeichnis CSS und JS. Das kopieren wir uns gleich in das Webfolder. Und somit haben wir quasi Bootstrap 4 überschrieben mit Bootstrap 5. Jetzt Visual Studio offen, damit können wir die Dateien am besten editieren, und es wird erstmal ein Stylesheet zugefügt für das Theme selber. Unter Theme CSS wird das angelegt. Da kopieren wir uns gleich ein paar Stylesheets rein. Aber erstmal gehen wir ins Layout. Da sehen wir, wie das aufgebaut ist. Das wird aus Head, Nav, Footer und Scripts wird aufgebaut. Und die holt er sich aus den Include-Dateien. Und da ist im Head schon der Verweis auf Theme CSS drin.
So, nun bilden wir die Seite einmal. Beziehungsweise müssen sie erstmal laden. Es wurde standardmäßig ja noch versucht, die alte zu laden unter Flexible Sources. Da öffnen wir die SiteQML, um das Projekt zu laden. Ja, im Preview sieht das jetzt alles noch ein bisschen unspektakulär aus. Da müssen wir gleich noch ein paar Style Sheets anpassen und Grafiken einfügen. Ich habe für das Projekt ein paar Images bekommen, wo eine Seite mal gerendert wurde ich glaube, mit PaintShop wurde das gemacht. Und da sind auch Bilder für den Header drin, also Grafiken für den Header und für den Footer. Die fügen wir jetzt hier ins Default HTML, ins Layout ein. Die sollen dann halt im Header und im Footer dargestellt werden. Übrigens den Source Code für die Webseite, die könnt ihr nachher auf. Da gebe ich euch einen Link in der Beschreibung nach GitHub. Da könnt ihr auch die komplette Seite sehen. So, hier ist das Muster, was ich bekommen habe. So soll die Seite aussehen. Da ist oben, wie gesagt, dieser Header und unten ist eine Footer-Grafik. Und die Grafiken dazu, die kopieren wir uns jetzt einmal und packen sie ins Assets-Verzeichnis unter Images. Die müssen jetzt noch umbenannt werden in Header und Footer. So wie es im HTML steht. Und jetzt können wir die Seite nochmal neu bilden und schauen uns im Preview an. Also man sieht dann schon, die Header-Grafik ist drin und die Footer-Grafik. Jetzt werde ich ein bisschen Text einfügen, damit man sieht, dass da, damit man sehen kann, wie der Header dann unten wieder dann aussieht, wenn die Seite gefüllt ist. Damit man den Abschluss an der Unterseite der Webseite sehen kann. Da kommt hier erstmal ein bisschen Fülltext rein. Und wir können uns das anschauen im Preview. So, da fehlt unten jetzt noch der Footer. Da soll ein Menü rein. Und das werden wir jetzt hier gleich mal austauschen, den alten Footer. Hier seht ihr schon das Menü, da ist eine Liste mit Menüeinträgen. Und das werden wir hier pasten in den Footer HTML. Da sind die Tags sind wichtig, dass es ein Footer ist, dass es im Container ist und in einer Navbar. Das sind so Klassen von Bootstrap. Dazu könnt ihr euch dann bei Bootstrap nochmal einlesen, bei getbootstrap.com. Ich verlinke die Seite nachher auch in der Beschreibung. Ja, hier sind so die Links, Startseite, jetzt abstimmen, Newsletter und so weiter. Drei Links sind da schon eingetragen. Die anderen sind noch gar nicht, die führen auf Seiten, die noch nicht spezifiziert sind. Das kann nachher der Anwender hoffentlich selber machen. So, da ist jetzt auch schon, dass der Footer wurde schon eingefügt, also das Menü ist schon sichtbar. Und wenn ihr jetzt sagt, da fehlt ja ein bisschen Text, das liegt daran, dass ich zwischendurch mal kurz einen Bug beheben musste im Flatside-Builder und ich musste da ein bisschen was ändern. Also nicht wundern, dass da was fehlt.
Ich kontrolliere jetzt nochmal, ob ich wirklich alles eingebaut habe, was ich so einbauen wollte. Und da wird jetzt erstmal das NavHTML, die Navigation wird ersetzt. Das eigentliche Template hatte da noch die Möglichkeit, unter Menüpunkte darzustellen, und das habe ich rausgenommen. Einfach halt halber. So, jetzt kopiere ich mir ein paar Style Sheets aus meiner Vorlage für die Navigation, und damit das auch wie ein Menü angezeigt wird. Auch in den richtigen Farben. Ja, dann bilden wir nochmal neu und schauen uns das Ergebnis an. Da sieht man zumindest jetzt mal das Menü, das Index. Allerdings ist der Footer jetzt weg. Muss ich gleich mal gucken, wo der geblieben ist. So, ich gucke nochmal in die Vorlage, welche Menüpunkte denn da gebraucht werden. Wenn wir jetzt mal zwei Menüpunkte einfügen, einfach das Menü öffnen, ein neues Item anlegen. Das heißt dann Projekt und wird auf Projekt HTML linken. Und dann kommt noch Abstimmung dazu. Zeigt auf Abstimmung HTML. Mal neu bilden, damit das Menü auf jeder Seite eingebaut wird. Da ist übrigens wieder der ganze Text drin. Ich habe ja gesagt, ich musste zwischendurch mal Bugfix machen. Ja, das Futtermenü funktioniert auch schon, zumindest optisch. Wir werden jetzt mal das Menü erweitern, damit wir das Impressum aufrufen können. Und dafür werden wir auch gleich eine Seite anlegen. Da machen wir einfach eine neue Sektion, eine neue Zeile, eine neue Spalte und ein Modul, ein Textmodul, in dem wir HTML eingeben können. Da können wir uns beschränken auf ganz simples, einfaches HTML. Das ist das, was der Anwender, der die Seite kreiert, was er machen muss. Der braucht sich dann um das CSS und das JavaScript und so nicht zu kümmern, sondern muss einfach nur seinen Text hier eingeben. Das macht er halt mit H, mit Headern und P für Paragraph. Man muss nicht zu viel HTML-Wissen haben. Mal die Seite neu bilden. Und dann können wir jetzt das Impressum laden. Nachdem ich dann wieder mal einen kleinen Bugfix reingebaut habe. Ja,
Das ist noch ein lebendes Projekt. Ich habe gerade das Projekt umgestellt von C++ auf Python und es ist halt noch nicht alles codiert und noch nicht alles umgesetzt. Hin und wieder finde ich halt nochmal einen Fehler. Aber den kann ich jetzt schnell beheben und dann wird das auch schnell released. Hoffentlich, wenn ich dazu Zeit finde. Ich habe mir jetzt gerade am Wochenende die Mühe gemacht, das Ganze mal auf Windows lauffähig zu machen. Und eine deutsche Übersetzung habe ich eingebaut. Das sieht man jetzt hier nicht. Ich arbeite hier gerade mit der englischen Version. Aber das soll jetzt nicht weiter tragisch sein. So, jetzt wird noch mal eine neue Zeile angelegt. Mit so einer Spaltenaufteilung 2/3, 1/3. Dann nehmen wir jetzt einen Header eine Nummer kleiner. Und werden da gleich auf der rechten Seite eine Grafik einfügen. So, jetzt fügen wir hier die Grafik ein, wie ich schon gesagt habe. Dann wechseln wir in das Projektverzeichnis mit dem Design. Schauen uns das an. Dann sehen wir auch gleich den Unterschied zwischen Bootstrap 4 und Bootstrap 5. Der Flatside Builder rendert da eine CSS-Klasse, die es in Bootstrap 5 nicht mehr gibt, weil sie umbenannt wurde. Da müssen wir jetzt einen kleinen Fix einbauen. Das war dieses Image Responsive. Und das haben wir jetzt genauso gemacht wie das heißt jetzt, glaube ich, Image Fluid. Genau, steht ja oben in der Beschreibung. Damit müsste es jetzt vernünftig rendern. So, noch eine neue Zeile hinzu oder beziehungsweise eine ganze Sektion, Ordnerzeile. Wieder 2/3 Aufteilung der Spalten. Neue Überschrift. Könnt übrigens sehen, den H1, den habe ich farblich angepasst. Der wird in Türkis dargestellt. Also das seht ihr jetzt nicht, aber gleich in der Vorschau wieder. Da hatte ich der zweite Titel war ein H2 und da wird in einer anderen Farbe gerendert. So, jetzt setzen wir hier wieder eine Grafik ein. Aus dem Design-Verzeichnis. Das wird jetzt dieser Abstimmen-Button. Und der wird dann auch gleich mit einem Hyperlink versehen. Da wird dann, wenn man draufklickt, Abstimmung HTML aufgerufen. Jetzt seht ihr zum Beispiel, Welcome und Title sind unterschiedlich. So, der Abstimmen-Button funktioniert, aber die Seite ist noch nicht da. Die müssen wir jetzt mal schnell einfügen. Dann machen wir eine einfache Seite mit einem Header wieder. Und dann geht der Klick auf den Button auch nicht ins Leere. Vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr den Flatside Builder bedient, es gibt nirgendwo einen Speichern-Button, weil eigentlich alles, was
du eingibst, wird gleich gespeichert. Das hat den Vorteil, dass man das Speichern nicht vergisst und dass auch jedes Mal die Seite gerendert wird. Wenn zum Beispiel jetzt das zumache, dann wird die Seite gerendert und dann kann sie gleich im Preview anschauen. So, das sieht schon mal sehr gut aus. So, jetzt wollen wir den Hintergrund einbauen nach der Vorlage. Da wurde auch eine Grafik mitgeliefert. Die kopieren wir uns jetzt mal und legen die in den Assets ab. Unter Images. Und benennen sie um in Background. Und das CSS müssen wir jetzt einfügen für den Body, damit der das Background, damit das Image als Background anzeigt. So, jetzt noch einmal bilden und den Preview öffnen und da seht ihr den Hintergrund. Ja, funktioniert schon mal ganz gut soweit. Jetzt können wir aber auch noch mal das fertige Projekt sehen, beziehungsweise die erste Seite ist da fertig. Da könnt ihr das auf GitHub.io könnt ihr das sehen. So sieht die Seite dann ungefähr aus. So hat sich der Kunde das vorgestellt.